Servusle, meine Lieben, schön, dass ihr reinschaut. Eine gemütliche Runde The Forest mit dem Voucher und mit dem Nameless. Heute ist die Bergfest-Folge, das heißt, wir machen uns hell. Heute geht's on Tour, wie angekündigt. Ich komme tatsächlich so langsam in diese Schiene, dass ich meine Pläne einhalten kann, Leute. Ich weiß nicht, was da los ist, aber noch sind wir nicht unterwegs, ne? Das wissen wir ja. Wir haben auch schon kurzerhand umgeplant. Der Nameless isst was, das ist gut. Nimm dir mal noch einen Fisch mit. Heute wirst du nämlich einen Amsi töten gehen, mein Freund. Die Geschichte wollen wir auffüllen, jawohl. Höre ich irgendwas? Höre ich irgendwas? Wie viel haben wir hier noch drin? Wasser? 100% Nameless. Und was ist das hier? Den kannst du reinhängen. Den kannst du reinhängen, den isst du ja doch nicht. Leute, mein Schwitztuch habe ich auch wieder am Mann. Es ist tatsächlich wieder ein Sommertag. Aber wir lassen uns natürlich nicht abhalten. Das ist ganz klar. Jetzt pass mal auf, haben wir hier noch Knochen drin? Oh, lecko mio. Wir haben die ganzen Knochen versaut. Ich will aber nicht ganz so nackig zum Armsi. Wir gucken mal, ob wir da draußen noch welche haben. Nameless. Wenn es so anfängt, gehört normalerweise das Spiel ausgemacht, weggelegt und nächstes Jahr erst wieder rausgeholt. Tür auf und dann erstmal voll ins Gesicht eine Brezel, verstehst du? So Leute, mal gespannt, ob wir den Armsi packen. Ich habe noch keinen wirklichen Plan. Ich weiß nur, dass er heute dran glauben soll. Jetzt gucken wir mal. Ich hätte schon noch gerne zwei, drei Knochenrüstungen. Da gehe ich jetzt auch wirklich hier über und verbaue die Knochen, die wir eigentlich für die Gärten geplant haben. Lumli, lulli, lumli, lum. Oh, Nameless. Nameless, das ist aber nicht wirklich viel. Alter, Eiknochenrüstung bloß noch. Nameless. Oh, shit. Leute, ich hatte jetzt echt so ein bisschen mehr schon mir erhofft. Ist das noch eine Echsenhaut? Ha ja, gut, aber eine Mutantenrüstung ziehe ich jetzt nicht auf, ne? Das können wir vergessen, sonst kommen wir nämlich hier nicht mehr zurecht. Dann machen wir mal hier überall ein bisschen Material drauf, würde ich sagen. Hier noch eins drauf, jawohl, ja. Und damit wir ausgerüstet sind. Ich weiß noch gar nicht, wie genau wir den Armsi machen. Aber lasst uns mal Steine mitnehmen. 10 Stück haben wir eingelagert. Ist aber nicht viel, gell? Es wird wahrscheinlich gar nicht reichen. Bei 10 Stück kann ich nicht viele Poller aufbauen, Nameless. So, am besten gehen wir einfach los. Lass mal gucken, wie viele Pfeile haben wir denn noch? 32. Also, dann würde ich sagen, wir gehen als allererstes in die Katana-Höhle, versuchen unser Glück beim Armsi. Seid ihr überhaupt da, bevor ich jetzt hier irgendeine Aktion mache und keiner guckt zu? Dann würde ich es mir nämlich sparen und würde lieber ein bisschen Steine sammeln oder Blumen pflücken. So, meine Lieben. Hier, guck mal, da haben wir auch noch Brandfallen. Da müssen wir uns auch mal wirklich demnächst nochmal einen Überblick verschaffen, wo stehen Brandfallen. Dass ich es noch weiß, wenn wir mal hier einen Kampf haben. Und wir müssen demnächst ganz viel kämpfen. Ich brauche Knochen, ne? Aber nicht heute, Leute. Heute gehen wir über die Map. Heute gehen wir über die Map. Jo, komm, wir gehen einfach mal zur Katana. Und dann lassen wir uns überraschen, wie der Armsi drauf ist. Ich werde vielleicht 2, 3 Poller aufbauen, dass er nicht durchkommt. Und dann kämpfen wir einfach mal. Die Motorsäge haben wir auch erst aufgeladen. Und ihr habt ja gesagt, wenn er mal brennt mit der Motorsäge, hat man sie schnell platt. Vielleicht probieren wir mal die Taktik, wobei in der Höhle ist es immer auch ein bisschen eng, ne? Und ich bin ja der Mann, der viel Bewegungsfreiheit braucht und am liebsten von oben irgendwo runterschießt. Ich bin mal gespannt und die Brühe läuft mir in die Ritze. Langsam, lass die durchlaufen. Lass sie durchlaufen, Nameless. Du musst dich jetzt nicht mit der auflegen. Die sind weg, ne? Die Patrouille ist weg. Vielleicht ist das auch die alte Patrouille, dass die jetzt hier rumläuft. Dass die sich denken, beim Nameless gehen wir nicht mehr vorbei. So. Ja, ja, das war schon hier. Ich suche das halt jedes Mal neu raus hier. Ach, guck mal, wir stehen direkt davor. Da oben glitscht er rum, aber das ist uns egal. Wir gehen runter und lassen den glitschen. Tschüss, Glitschi. Glitschi, Mitschi. Also, Feuerzeug raus. Ich bin mal gespannt, Leute. So eine herbe Aktion gleich zum Anfang der Folge. Aber die Rüstung bräuchten wir schon. Außerdem hätten wir das dann getan, was wir gesagt haben. Es war ja angekündigt, ne? Yo, Nameless, Rutro. Dann können wir aber eigentlich auch ganz kurz beim Katanamann vorbeigehen. Gucken, ob wir noch ein bisschen Loot abgreifen, oder? Was meint ihr dazu? Hier Schädel können wir sowieso. Stoffe lassen wir auch nicht mehr liegen, haben wir gesagt. Ja, komm Leute, dann sammeln wir ein bisschen Loot ein. Und ich glaube, bei dem Armsi war... Achso, der war schon offen. Bei dem Armsi war auch mindestens eine Gruppe dabei mit 2 normalen Inselbewohnern. Oder Höhlen, Junkies, wie auch immer. Schon wieder Spielzeug. Nehmen wir das, also jetzt wird es langsam unbegreiflich. Pass mal auf, wir zünden mal eine Fackel an, dass wir ein bisschen was sehen. Nameless. Nameless, leg das Spielzeug weg, das brauchst nicht. So, meine Lieben, auf geht's. Das wird mit Sicherheit eine kleine Panikrunde. Weil normalerweise gehe ich hier ja immer rein und lasse den einfach stehen, wo er steht, ne? So, komm, wir gucken mal, ob wir das noch finden, das Stückle Weg. Hier war ja sonst nichts irgendwie Weltbewegendes, oder? Oh, seit wann ist denn hier ein Seil? Beziehungsweise, das ist schon immer da. Wir sind da schon 10.000 Mal hochgeklettert. Wow, wir müssen da Seil. Wir müssen das Seil hoch und dann links hintere zum Katanamann ein bisschen ausräumen, Leute. Und auf dem Rückweg baue ich da vorne 2 Poller hin und dann schmeiße ich mal einen Molly rein. So, dich haben wir doch schon, oder? Dich haben wir schon. Das heißt, wir müssen hier lang. Da ist noch was zum Anziehen. Das ist uns aber wurscht. Das haben wir bestimmt schon rausgeholt. Ja, komm, Nameless. Mach nicht lang rum. Hörst du einen Husten, dein Kumpel?
Wo geht's denn hier? Komm, zünd mal das an. Ich kann doch nichts sehen, Alterle. Jedes Mal aufs Neue kommt der Nameless mit solchen Sachen ums Eck und denkt, ich sehe besser. Aber wo soll die Sehkraft herkommen? Ich esse ja nicht mal Karotten. Ist es bei euch auch so? Haben eure Eltern auch mal gesagt, ess mehr Karotten. Ist gut für die Augen. Bei mir haben sie das alle gesagt. Und ich habe früher Karotten gegessen, aber nicht, weil ich wollte. Weil sie da waren und weil sie für die Augen waren. Und heute sitze ich hier und sehe nichts, verstehst du? Voll die Anschuldigung hier nach 30 Jahren. Oh, damals die Karotten, total umsonst gegessen. Es sind dunkler geworden, die Höhlen, oder? Guck mal. Schaut euch das mal an. Vielleicht machen wir es ja auch mit der Flair gleich, die Gruppe da hinten. So, Nameless. Schöner Groucher gemacht. Ich bin stolz auf dich. So, was wir jetzt hier auf jeden Fall machen, ist Stoffe. Wenn wir schon mal da sind, Leute, dann sammeln wir das Zeug auch ordentlich ein. Weil hier war ja nicht viel los, ne? Brauchst du ein zweites Katana, Nameless? Du kannst nur ein Katana tragen. Du kannst nur ein Katana tragen, hat er gesagt. Zünd dir mal das an hier. Wir machen es uns ein bisschen gemütlich. Wir haben ja heute nicht wirklich viel vor. Wenn wir hier durch sind, gehen wir rüber, Pfeile holen. Wenn wir Pfeile geholt haben, vielleicht schaffen wir es noch in die Alkoholhöhle. Alkoholhöhle. Müssen wir mal gucken. Es sei denn, ich krieg hier genug abgestaubt. Hier haben wir noch ein bisschen Medizin. Nameless ist ein gutes Bordmenü von vor 80 Tagen. Das ist bestimmt super gut. Das haben wir jetzt alles, ne? Das muss er nicht auch noch essen. Uhren haben wir auch genug. Trinken haben wir genug. Alles da. Guck mal, hier ist noch ein Seil. Ah, ne, ist ein Dickdarm. Dünndarm. Das könnte der 12 Meter lange Darm sein von dem Kollege hier. Hast du deinen Darm verloren? Das tut uns sehr leid. Hoppla. Der Darmlose. Schamlos ging ich darmlos von dann. So, hier haben wir jetzt alles, oder? Das heißt, das war's schon. War nicht da hinten auch noch mal irgendwas? Nehmen wir es. Bau noch mal das Stöffle drum. Bau noch mal ein Stöffle drum. Sei nicht dumm. Oh, guck mal, Benzin ist das letzte nämlich auch ausgegangen. Nehmen wir eins mit. Da sind wir nicht so sedil und lassen es stehen, oder? So, Leute. Und hier war irgendwo noch ein kleiner Gang. Den flitsche ich jetzt noch mal kurz hintere. Da war nämlich auch noch Loot. Und Loot tut uns immer gut. Nee. Nee, nee, nee. Lameless, das ist nicht das, was ich gedacht habe. Du bist woanders rausgekommen gerade. Nemi? Warum interessiert dich nicht, was ich dir sage? Habe ich dir nicht schon immer gut gedient, kleiner Nameless? Ja, da fragt sich manchmal wirklich jeder, wer dient hier wem? Die Höhlen, ich hasse die Höhlen einfach, weil sie halt zum Teil wirklich unübersichtlich sind mit dem bisschen Licht. Was aber nicht heißt, dass sie schlecht gemacht sind, im Gegenteil, ne? So, Leute, da bin ich jetzt aber wirklich, geh mal zurück. Jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Ich habe überhaupt keinen Plan. Ich weiß nur, dass ich gefühlt zu wenig Rüstung anhabe und dass ich es im Nahkampf jetzt auch nicht unbedingt probieren will. Aber wir richten uns einfach mal das Rucksäckle her. Komm mal her. Passe mal auf. Die Motorsäge, die hauen wir jetzt auf jeden Fall kombinationstechnisch auf die 2. Oder pass mal auf, ich laufe hier so bam, bam, bam. Die Motorsäge kommt jetzt auf die 4. Parenga. Dann würde ich sagen, zum Anzünden, die Axt bleibt auf der 3. Und wir nehmen das hier auf die 2. Nein. Wo ist es jetzt hin? Wo ist es denn jetzt hin? Kurzer Moment, Moment mal. Nameless. Nameless, mach mich nicht narrisch, Alterle. Ich habe gesagt, das will ich gern. Wieso macht er das jetzt nicht? Ausrüsten. Wieso kann ich das jetzt hier nicht auf der Rucksack legen? Rucksack, ne? Das Ding hin. Ah, jetzt. Auf die 2, mein Freund. Dann haben wir zweimal was zum Anzünden. Das ist sehr gut. Ich würde sagen, wir bauen uns gleich noch ein, zwei Mollys. Können wir uns leisten? Wir gehen in die Alkoholhöhle, Leute. Dann haben wir die Mollys auf jeden Fall. Ich werde keine Sprengfallen benutzen, denn wir wollen die Rüstung. Das ist es eigentlich, Leute. Jetzt ist die Frage. Jetzt ist die Frage tatsächlich, ich gehe mal kurz ins Buch, ob wir das hinkriegen, dass ich den einpoller. Das wäre natürlich schön, wenn die nicht gerade rausgestützt kämen. Nameless. Bohemless. So, pass auf, Digga. Jetzt müssen wir nur mal gucken. Du weißt, dass die da hinten irgendwo sind, ne? Langsam. Das hört sich jetzt aber mal so an, als ob der schon da wäre, wo er nicht sein soll. Machen wir das weg. Auf der 2 hast du das, ja? Kann das sein, dass die schon vorgekrabbelt sind? Oder ist das Geräusch jetzt nur lauter wie sonst? Hallo. Das Schlimme ist ja, ich würde ihn von hier noch nicht mal sehen, gerade mit meinem Gegenlicht. Da hinten sind die normalerweise drin, ne? Da ist nicht viel mit einpollern, glaub mal's. Aber bis hierher konnte man vorhin auch laufen.
Kurzer Moment. Hier würde ich gerne zupollern, Leute. Ich probier's mal. Ich probier's mal. Scheiße, man sieht halt jetzt hier nichts. Moment. Nehmen wir es. Holen wir mal die Fackel oder das Feuerzeug oder irgendwas raus. Ich sehe doch gar nichts. Und ein Poller wird dir hier auch nicht wirklich viel helfen. 10 Steine haben wir. Jetzt aber haben wir nicht mehr so viele, ne? Das wird nicht reichen. Da läuft er drüber. Das wird wahrscheinlich nicht gehen. Okay, jetzt hast du es sowieso versaut. Weißt du, was ich vorgehabt habe, Leute? Aber da müssen wir fast nochmal hoch Steine holen. Weil, warum sollten wir uns stressen? Das machen wir jetzt auch. Ich hole nochmal kurz Steine, oder? Und jetzt höre ich sie. Nee, weißt du was? Wir probieren es mal so. Wir probieren es mal so. Was ich natürlich auch noch gern probieren würde. So, kurz was gucken. Vielleicht kriegen wir das auch noch hin. Warte mal. Normalerweise einfach drauf, ne? Das wäre das Einfachste. Oh, guck mal, wir kriegen hier so eine Blattfalle hin. Gefällt mal, gefällt mal. Die sehen mich jetzt gleich. Da haben wir schon mal eine. Da haben wir schon mal eine. Da würde ich hier aber fast hier noch eine hinsetzen. So, nehmen wir es. Bau auf. Bau auf, mein junger Freund. Lass dich hier nicht zurückfallen. Ich bin so tierisch aufgeregt gleich. Wenn nicht, machen wir so, wie ihr es gesagt habt. Einfach, ich zünde den jetzt an und nehme die Motorsäge in die Hand und gut ist. Und das Blueprint baue ich jetzt hier wieder weg. Das war jetzt unnötig, dass ich das gemacht habe, ne? Ey, was ich aber auch probieren könnte. Kannst du da hochklettern? Zünd mal das Ding an. Vielleicht kann man die ja irgendwie da hinten in eine Schlucht rein. Ihr wisst schon, dass ich es mir gerne einfach mache, ne? Guck mal, hier kann man doch durch. Oh, das ist doch super. Nehmen wir es. Was halten wir denn davon? Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Jo. Jetzt sind wir natürlich gespannt, ob der hier hochkommt. Wenn er nicht hier hochkommt, wäre es ja ein Joke, ne? Leute, ich glaube, der kommt hier nicht hoch. Jetzt habe ich natürlich die Dings weggemacht, den Bogen. Ich schieß mal. Ne, guck mal. Kann man sogar das Feuerzeug rausholen, aus Spaß. Ja, super, Leute. Da braucht man sich ja gar nicht ins Hemd machen hier, wenn man den machen will. Alles klärle. Alles klärle. Also machen wir irgendwann im Freien dann mal einen mit der Motorsäge, ne? Nur Geduld mit dem alten Wouch. Und die anderen, dass die jetzt nicht dazukommen, wundert mich. Ah, das ist ja jetzt fast zu einfach. Hast du keine Brandpfeile mehr? Na, dann schieß die ab. Das ist uns egal. Aber mach das Feuer hin, dass ich was sehe. So ein bisschen. Du kannst natürlich auch die Taschenlampe dran machen. Das haben auch schon viele geschrieben. Die könnten natürlich hochkommen, die Kleinen. Leute, ich weiß, es ist gerade ziemlich dunkel. Wir machen mal hier das da, Klebeband, Parenga und ein fröhliches Katzenga. Den Mutant haben wir gleich, ne? Den anderen könnte ich mit einem Headshot erwischen, wenn ich Glück habe. Jo. Und da kommen nochmal zwei. Oh, ich wusste gar nicht, dass es so viele sind. So viele Sedile. Bam, aber kein Headshot. Den haben wir auch mit Headshot erledigt. Gut, dass wir geübt haben. Mutant kriegt nochmal einen Knoll. Wo ist er jetzt hin? Ah, da ist eine Treppe. So, den hier noch? Ist er umgefallen, Leute? Jo, wir haben die. Bis auf der Mutti. Bis auf die Mutti! Also hier oben, ne? Das kann man sich merken, Leute. Den werden wir in Zukunft frühzeitig im Spiel holen. Wenn ich es wieder spiele, hole ich die recht früh. Da passiert nämlich nichts und man hat ruckzuck eine Mutantenrüstung dann am Mann und die ersten Knochen. Ohne Stress. Der lebt aber lang. Ich will jetzt aber nicht nochmal mit Feuer oder so arbeiten. Wir holen eh gleich Pfeile. Das war's, Leute. Wir haben's. Wir haben's erledigt. Ist da hinten noch einer? Guck mal, da hinten. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ich kann's da nicht sagen. Lalalali und lalalalum, lalum, lalum, lalum. Was machen wir mit den Kollegen eigentlich hier? Ich leg die mal hier hin.
Nee, aber da hinten ist noch irgendwas. Da müssen wir mal die Höhle müssen wir jetzt eh durchgucken, weil die habe ich noch nie durchgeguckt, ne? Ich bin hier, glaube ich, noch nie drin gewesen, richtig. So, mein Freund. Ja, erstmal befreien wir dich von den Pfeilen, die wir für dich verbraucht haben. So, Nummer 1. Jetzt holen wir uns die Rüstung. Also, wieder was vom To-Do-Listler erledigt, meine Lieben. So, wie wir es gesagt haben, machen wir es. Hier unten können wir mit dem Kopf nichts anfangen, okay? Ich ziehe die mal aufs Trockene davor. Dann holen wir uns die Knochen. Das haben wir uns jetzt verdient. Guck mal, wir haben keine Einbußen gehabt, ne? Vielleicht ein, zwei Pfeile, die daneben gingen. Der Rest ist aber geklärt, würde ich sagen. Hier nochmal anzünden. Einmal rauf, die Knochenkohle, die zwei Schädel. Und jetzt wäre auch der Moment, wo wir uns mit einem Abtupfer. Ich brauche kurz einen Moment. Alterle. Alterle. Und jetzt will ich aber mal gucken, wen ich da hinten entdeckt habe. Aha! Dich schau mal gleich an. Ich komme gleich zum Looten. Ich will jetzt nur gucken, dass ich hier nichts liegen lasse. Schön. Den habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Lalilalalalalum. Ja, jetzt so langsam wird's. Aber erstmal Riesenpoller aufgebaut und Brandfallen, weißt du, die man gar nicht braucht. Aber ich mache auf jeden Fall noch einen. Wenn an der Höhle, an der Base wieder einer ist, Leute, dann werde ich auf jeden Fall eure Kettensägen-Brand-Aktion benutzen. Ne? Dann werde ich das probieren, wie ihr mir das vorgeschlagen habt. Ist eine gemütliche Runde heute, finde ich. Bis auf, dass es so saumäßig warm ist schon wieder. So, wir sammeln ein. Wir machen uns auch gleich Rüstung davon. Wie jetzt hier Schädel. Die Schädel gehen nicht mit, aber ich habe alle Knochen. Das ist gut. Das ist gut, nämlich. Hau die mal alle hin, bis auf einen. Lali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Parenga und Katzenga, sagt er immer. Alles klar, Leute. Dann sind wir minimal ausgerüstet. Aber wir brauchen jetzt eigentlich keine Rüstung mehr. Jetzt gehen wir looten hier. Hallo. Ein Stoff, zwei Stoff. Hat sich gelohnt. Drei Stoff. Vier Stoffe. Den haben sie Jesusmäßig hier hingebunden. Mit Seitenhieb hier. Mit Seitenhieb. Was haben die hier mit Jesus vorgehabt? Ja, das ist aber überhaupt Jesus mit Feinripp ist jetzt nicht so bei Ding. Oder Beuchlader auch. Ja, den haben sie hier wirklich angekreuzt, ne? Das soll mir mal einer was erzählen hier. So, ansonsten brauchen wir hier, glaube ich, nicht mehr gucken. Da waren wir jetzt überall, oder? Wir zünden uns hier nochmal eine Fackel an. Also, Leute, holen wir noch Alkohol und Pfeile, dann bin ich zufrieden. Dann bauen wir drüben weiter am Metzelbereich. Der ist nämlich noch nicht ganz fertig. Metzelbereich und dann den Bereich, wo wir die alle anzünden wollen noch, ne? Nö, wir sind hier durch. Wir sind hier durch, wir können raus. Oder? Aha! Aha! Im letzten Winkel haben sie es hier versteckt. Nehmen wir natürlich mit. Hau den Ball weg, Alterle. Und Parenga! Da hast du einen Stein kaputt gehauen und ich habe jetzt gerade gedacht, da kommt der nächste Mutant angeschossen. Wunderbärle. Also nochmal, die spawnen jetzt nicht nach. Der Amsi ist jetzt für immer weg, ne? Den können wir jetzt nicht abfarmen oder so. Das wäre natürlich das Einfachste gewesen. Habe ich die Mutantenrüstung? Jo, wir haben sie. Ein Slingshot-Stein, der muss mit. Schalali und Schalala. Ein Slingshot-Stein. Sag mal dreimal ganz schnell hintereinander. Slingshot-Stein. Slingshot-Stein, Slingshot-Stein, Slingshot-Stein. Weißt du, was ich meine? Voucher, du hast nur blöde Ideen. Jetzt geh mal Alkohol holen. Jetzt gehen wir in die Alkoholhöhle rein. Warum? Weil wir es können. Jetzt muss ich nur das Seil wiederfinden. Sag mal, war das nicht eben hier gewesen, das Stück, wo ich immer runter bin? Lass ich mal kurz gucken. War das hier oben? Nämlich, wo müssen wir hin? Nee, oder? War das noch weiter drin hier? Sieht einer das blöde Seil? Es ist doch jedes Mal dieselbe Mistkacke mit mir. Ich finde jedes Mal diese Stelle hier nicht wieder. Ne, da wo du jetzt bist, da sind wir verkehrt, Alterle. Jetzt sind wir ja schon beim Armsi in der Höhle. Geh nochmal zurück zum Katana-Mensch in die Richtung. Kurzer Moment. Ich habe mich verlaufen. Ich habe mich schon immer verlaufen in dieser Höhle. Schon immer. Digga, jetzt hängst du hier aber blöd fest. Müssen wir jetzt den Entwickler anschreiben? Mendle hängt fest oder was? Ey, nee, oder? Nee, oder? Warte mal, geschwind. Leute, ich komme hier nicht mehr raus. Oh, jetzt werde ich gleich anfangen, zusätzlich zu schwitzen. Hier ist man normalerweise auch nicht nameless. Hier crouch mal dahintere. Leute, ich komme hier nicht mehr weg. Ich komme hier nicht mehr weg. Scheiße, was ist denn das jetzt? Mach mal die Dinger weg. Geht nicht. Nee, oder? Dann müssen wir den Arm sie noch mal machen. Hey, ich komme hier nicht mehr raus. Ey, was ne Rotz. Sorry. Hey, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nameless. Komm mal hier wirklich nicht mehr weg. Crouch mal hier runter, lauf mal vor. Geht nicht. Hier auch nicht. Hier hochlaufen. Hüpf mal noch ein bisschen. Ja, hüpf mal richtig hier in das Eck rein.
Und jetzt hüpf hier vor. Ihr müsstest eigentlich längst draußen sein, Alter. Tja, Leute, ich werde hier jetzt gleich einen Schnitt machen und probiert rauszuklitschen irgendwie. Oh, ist das nervig. Jetzt haben sie doch wirklich jahrelang Zeit gehabt, die Höhlen hier so weit vorzubereiten, dass man nicht mehr rumklitscht. Hier, 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 jetzt. Yay, yeah. Das geht doch, Voucher. Man muss sich halt ein bisschen anstrengen, wenn man da oben rumlaufen, wo man nicht sein soll, ne? Alter, ne? Ich schwitze jetzt tatsächlich, weil ich nicht gedacht habe, ich komme hier jetzt nicht mehr raus. Hier war doch das Seil. Hier, oder? Nee. Ich habe keine Ahnung, wo das Seil war. Wieso überlege ich eigentlich noch? Wo waren wir denn jetzt hier? Mir lauft die Brühe gerade so. Hier geht's zum Katana-Mensch. Also, kurzer Moment, Leute. Ist der absolute Hammer schon wieder. Komm, mach dir eine Fackel an. Ich sehe doch nichts, Alterle. Und die Brühe läuft ihm ins Gesicht. Da geht's vors jüngste Gericht. Irgendwo war hier das Seil. Ich bin mir nur nicht mehr ganz sicher, wo. Da vorne? Hier, glaube ich, oben, oder, Leute? Nee. Und wo sind die Bretter auf dem Boden? Weil die waren ja auch immer eine gewisse Orientierungsstütze. Hier runter? Kamen die hier erst noch? Ne, hier sind dann die Koffer und dann sind wir jetzt schon in der Amsi-Höhle, glaube ich, hier, ne? Naja, hier ist der Typi. Den Stoff haben wir vergessen. Deswegen wollte uns der Nameless nicht rauslassen, Leute. Wegen dem Stückle Stoff. Ach, da hinten muss ich lang. Ich glaube, ich war gar nicht da, wo ich hin wollte. Hier sind die Brandfallen. Naja, Leute, ich war wo ganz anders. Entschuldigung. Was heißt Entschuldigung? Ihr wisst ja, dass ich woanders war. Ihr habt es mitbekommen, ich nicht. Und so verfliegt natürlich auch die Zeit. Ganz klarer Fall. Klar wie Kloßbrühe. Den brauchst du nicht. Jetzt brauchen wir nur noch das Seil, Digga. Und die Hoffnung, dass es nicht dunkel ist. Hier ist das Seil und da hinten geht's raus. Zünd das Ding doch an. Dafür hast du es doch gebaut. Voll die Panikmomente. Also ich habe da jetzt nicht Angst gehabt, aber es nervt tierisch, wenn man dann denkt, man ist am richtigen Platz und kommt nicht mehr raus. So, wir klettern nach oben. Dauert einen kurzen Moment. Dann essen und trinken wir. Und dann holen wir Alkohol und auf dem Rückweg noch Pfeile. Dann gehen wir heim und morgen bauen wir schön weiter, Leute. Den Schnetzelbereich, den haben wir fertig. Wir kommen über die Brücke, die ist fertig. Wir brauchen jetzt den Bereich, wo ich sie abbrenne. Da will ich zwei Stück, ne? Einmal ein ganz normales Lagerfeuer und einmal eine Großbrandaktion. Also wenn wir mal wirklich 10 Stück auf einmal verbrennen, dann kommen die jetzt in so einen Bereich rein. Den baue ich mit Pollern auf und innen drin Blattfallen. Und dann zündet man die Blattfalle an, wupp. Dann haben wir so 10 mit einem Schlag. So, jetzt geht's hier hoch. Mach nochmal Feuer. Das sah kurz aus wie eine Metallstruktur hier, das Stück. Es sieht aus, als wäre es dunkel, Leute. Es ist dunkel. Es ist dunkel. Im Dunkeln finde ich doch die Höhle nicht. Im Dunkeln finde ich die Höhle nicht, aber wir können an den Zelten drüben schlafen. Dann machen wir das. Achso, warte mal. Erst essen, mein Freund. Essen, trinken, Schluck hast du ja verdient. Und jetzt ab. Dann gehen wir jetzt mal hier durchs Dunkel und schauen mal, ob wir dann zumindest dahintere den Platz finden, den ich meine. Ach du Scheiße. Das wird ja nie im Leben was. Ich werde irgendwo rauskommen auf der Map. Ich kenne das, es ist schon mal passiert. Ne, du musst schon unten entlang laufen. Oben weiß ich es gar nicht. Nameless. Genau deswegen, weil da geht es nämlich teilweise sehr steil runter. Boah, Nameless echt. Ja, der Hase, den brauchst du ja nicht anschauen. Der hilft dir jetzt auch nicht. Wir haben immer noch einen Überschuss an Stoffen, meine Lieben. Ne? Also noch sind wir praktisch gut dabei. Wir haben jetzt im Moment mehr eingepackt, als wir tatsächlich mitgenommen haben. Also wir haben nichts verloren, wir haben gute gemacht. Kann man das so sagen? Wir haben gute gemacht. Nachts im Wald, da ist es schön. Holla hi, hab'n Sedil gesehen. Er rennt uns hinterher, der Sack. Klack, die Klack. Ich habe überhaupt kein Reimgefühl eigentlich, Leute. Ich weiß auch nicht, wenn ich es dann reimen will, so wie jetzt gerade, dass ich voll Bock auf einen Reim gehabt habe, dann geht gar nichts. Das rutscht dann meistens raus und ich weiß es nach der Folge nicht mehr. So, pass mal auf, da oben müsste jetzt das Sinkhole normalerweise sein. Hier sieht es mir aus, als wäre mal eine Seilbahn von uns gewesen. Aha, das Sinkhole haben wir gefunden, sehr schön. Wir sind voll die Nachtleute jetzt mittlerweile, ne? So, mach mal langsam aber. Hier ist er wieder, Yahweh, der brennende Busch. Moses, bring die 10 Gebote zu den Sedilen. Kümmer dich drum, kümmer dich. Sehr biblisch diese Staffel, Leute, gell? Wir sind auch von den Missionaren, die sie hier ums Eck gebracht haben. So, und gleich bildet sich ein Tropfen an der Nase. Ich nutze mal die Gelegenheit kurz für ein Spitztüchle. Das ist der Wahnsinn. Was haben wir denn jetzt Mittwoch, Leute? Mittwoch! Am Wochenende geht's los, die Machete holen. Mujeres, wie ich sie gestern genannt habe, die Mujeres.
Ich bin hier so zielsicher gewesen, gerade weil ich wusste, dass da vorne ganz viele Lampen sein werden. Das war aber in der letzten Staffel. Also pass auf, Augen auf. Beim. Ah, und da unten waren die orangenen Zelte. Hier wollen wir jetzt nicht rein. Da sind sie. Da speichere ich jetzt kurz, beziehungsweise mache uns hell. Ja, 10 Minuten können wir noch, Leute. Pass emol uff. Pass emol uhuhuf. So, jetzt habe ich natürlich nichts mehr zum Essen. Dann gibt's Riegel. Dann gibt's Riegel, sagt Ralf Siegel. Schwupp, schwupp. Ja, dann ist halt noch einer. Und ab und zu vielleicht mal eine gesunde Beere. Lass uns mal in deine Stats reinschauen. Gib uns mal einen Einblick in dein Inneres, Nameless. 97, wir haben fast 100 Tage, Leute. Ist ja cool. 100% geistige Gesundheit. Parenga. 57 Athletik, 42 Stärke. Alles gut. Bin zufrieden mit dir. Krank bist du auch nicht. Weiter geht's. Zur Alkoholhöhle, auf dem Rückweg Pfeile. Dann checken wir daheim gemütlich ein wieder. So wie wir das gewohnt sind. Und dann ist gut, Leute. Morgen bauen wir dann wieder ein bisschen. Mindestens würde ich sagen, Donnerstag, Freitag nochmal bauen, ne, dass wir die Sachen einigermaßen fertig kriegen. Bis auf unsere Körperwelten, die werden wir wahrscheinlich nächste Woche dann zu Ende basteln, aber anfangen würde ich gerne. Sonntag wäre ideal für die Machete und Samstag zum Vorbereiten. So würde ich die Woche The Forest ausklingen lassen. Hallo. Aha. Ungesehen liegt da hier der kleine Koffer, das alte Tier. So, weiter geht's. Oh, den nehmen wir jetzt auch noch mit. Hier kommen wir wahrscheinlich eh nicht mehr so oft vorbei. Klebeband, sehr schön, haben wir nämlich verbraucht. Und ein Tennisball, den keiner will. Ein schwarzer Samsonite, Leute. Jedes Mal ein Genuss, den aufzumachen. Haben wir den Riegel auch schon wieder drin. Wunderbar. Dann würde ich sagen, kurz runter den Alkohol geholt, weil hier ist ja eh nicht viel los. Rüber die Pfeile und dann ist wahrscheinlich vorbei. Dann waren wir tatsächlich so viel Offscreen, so viel, ja doch, Offscreen. Normal mache ich immer viel Offscreen, aber in dieser Staffel haben wir fast alles zusammen gemacht, Leute. Und ich persönlich muss sagen, hat mir besser gefallen wie früher. Nicht, weil ich dadurch mehr Zeit habe, ich habe eh die Zeit nicht gehabt dieses Mal, aber es ist echt schön, dass wir einfach diese Runden so komplett zusammen machen konnten. Das finde ich toll. Guck mal, haben wir uns auch zusammengearbeitet, ne, den Farmspot hier. Sonst wüsste ich das heute noch nicht, wenn wir es nicht gemacht hätten. Nameless, wir sind stolz auf dich. Der hat ein Leinenhemd an, glaube ich, ne? Und hier ist alles sehr verschwommen. So, meine Lieben. Wahnsinn, das hat alles besser geklappt, als ich gedacht habe, weil der Armsi aber auch wirklich ungefährlich war da hinten drin. Muss man auch mal dazu sagen. Es war ja Witzle eigentlich. Aber umso lieber habe ich es doch. Ich mache es mir doch immer gern gemütlich, ne? Okay, Nameless, hier ist schon das Seil, glaube ich, da hinten. Das musst du noch nehmen. Umsonst angezündet, ich weiß, großer. Und der Zaun ist auch bald fertig. Noch 169 Knochen, Leute. Voll das Riesenzaunprojekt. So, mein Freund. Genau deswegen sind wir hier. Hast du alles an Alkohol eingesammelt? Ja, doch schon, oder? Hier, das sammeln wir natürlich alles ein. Dafür gibt es bei uns nämlich an der Wäscheleine nichts mehr, ne? Zum Einsammeln. Früher ist es immer nachgewachsen da oben. Ich glaube, das war's hier. Du kannst wieder raus, mein Freund. Mehr ist hier nicht. Nee. Ein PDA, Leute, da liegt ein Handy. Das will er aber nicht nehmen. Mach mal dem Schwarzenegger hier einen Hirnspalter. Schwarzenegger! Schwarzenegger, mein Freund! Das ist ja geil. Oh, guck mal hier, machen wir kurz an. Ihr hört es doch auch, dass da irgendwas im Felsen drin klebt, ne? Auch vielleicht sind die hier hinten dran. Haben wir das schon mal aufgehabt? Babys. Sedile Babys, Alterle. Doch hier haben wir schon mal rumgekämpft und das Feuer war damals auch an, glaube ich. Ich bin sicher. Jetzt nehme ich wieder so eine teure Molotow-Falle. Ich weiß schon. Der hat einen Tennisschläger, hast du gesehen? So wie es in der Wiki stand, dass die Tennisschläger spawnen, wenn man den mal geholt hat. Kommen sie mit Tennisschlägern hier, die Jungs. Ich war da hinten wohl auch noch nicht drin. Warum nicht? Kommt ihr vor oder nicht? Kommen sie vor oder nicht? Ich weiß es nicht. Risiko, Fisiko. Wir schmeißen nochmal Molly. Oh! Wo kommt denn das idiotische Baby jetzt da plötzlich an? Hast du dich durch den Stein gebissen? Bist du ein Steinbeißer? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist der kleine Freak? Hier, ne? Guck mal, Leute, die kommen hier tatsächlich durch die Decke durch. Krasse Geschichten. Krasse Babygeschichten, ohne Witz. Zünd mal das Ding an, Digga.
Du musst auch wieder raus wegen deiner geistigen Gesundheit, ne? Ich wollte das nicht übertreiben heute. Hier ist eins. Das hast du tot. Und der steht auch bei den Babys hier. Ich hau noch einen Molly rein, da kennt jetzt nichts. Allerdings wäre es mir ganz recht, wenn die zwei dazu kämen. Das Baby will zurück. Ich weiß nicht, ob die noch da sind. Doch, da hinten. Komm ins Blickfeld, Alterle. Kannst du da hochhopfen, Nameless? Außenrum vielleicht? Hier? Ja, aber dann sehe ich nichts, gell? Doch, jetzt schmeiß, da hinten steht er. Okay, Nameless, du willst es so, ich sehe schon. Pounce! 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 Achso, da muss man ja gar nicht, das hat ja noch weg. Baby! Flup! Flup! Wo ist der? Das ist die Rache, weil ich einen Schwarzenegger jetzt hier so... Oh, wir müssen ausmachen langsam. Ich gucke jetzt hier nochmal ganz kurz rein. Da ist noch ein Baby. Oh, das ist aber ein Co... Das war schon ein bisschen größer offensichtlich. Leute, was ist denn das für eine Höhle? Geht's hier noch irgendwo hin? Gibt's doch noch ein Tool, das ich vielleicht nicht kenne? Wir gehen jetzt raus. Wir gehen jetzt raus. Ich will noch die Pfeile holen. Ist mal wichtiger gerade. Keine Ahnung, wo es da hingeht. Vielleicht waren wir auch schon drin. Ich hab's nur wieder vergessen. Du bist blutüberströmt. Wasche dich, um eine Infektion zu vermeiden. Ja, durch die Motorsäge jetzt, ne? Warum habe ich die jetzt rausgeholt überhaupt? Das ist nochmal gar nicht mein... Ach, ich habe die auf die Kurzwahltasten gelegt gerade, Freunde. Zur Vorbereitung. Und dann haben wir es doch alles anders gemacht. So muss es sein. Nameless, du musst dich auf jeden Fall gleich waschen vielleicht, ne? So, hier bist du sicher. Hier kannst du wieder ganz normal und gediegen. Ja, Leute, jetzt rennen wir kurz zurück. Und holen noch die Pfeile ab. Und dann sind wir durch für heute. Dann sind wir durch für heute. Haben wieder einen fetten Haken auf unserer To-Do-Liste. Wir gehen übers Wasser, dann werden wir gleich sauber gemacht. Das passt auch. Wollt ihr noch dabei bleiben? Ja, oder? Komm, die paar Minuten machen wir noch zusammen, Leute. Eine Bergfestfolge darf ruhig ein paar Minuten länger werden, finde ich. Warum auch nicht? Ein bisschen entspannen müssen wir ja ab und zu. Dann haben wir den Armsee auf jeden Fall jetzt erledigt. Sehr schön. Wir haben noch die komplette Rüstung. Es ist uns nichts passiert. Alles gut. Können wir dann dazu hängen, ne? Ich weiß gar nicht, 2, 4, wie viele Häkchen gibt es denn da unten? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Mutantenrüstungen kann man anziehen. Ist das korrekt, was ich sage? Dann müssen wir nämlich wirklich noch ein paar ranfarmen. Ich hoffe, dass wir noch Besuch kriegen. Ich will beim Boss mit voller Ladung am besten und mit Ersatzrüstung am liebsten. Wir nehmen uns also auf jeden Fall Ersatzknochenrüstung mit. Ein paar Mutantenrüstungen auf Ersatz wären auch nicht schlecht, aber dafür müssten mehr vorbeikommen. Vielleicht werden wir einfach gezielt jetzt nach denen im Dorf suchen, die Tage, Leute. Dass wir wirklich volle Rüstung haben, volle Ersatzrüstung dabei haben, jede Menge Flares, alles. Wir müssen richtig fett ausstaffiert sein. Gott, der Bub kann gleich nicht mehr. Wie viel haben wir denn? Naja, das passt doch. Das passt doch nämlich. 5 Minuten schaffst du jetzt noch. Komm, reiß dich zusammen, mein Freund. Alkohol hast geholt. Ich bin schon stolz auf dich. Hat's Umland geladen? Ja. Also pass auf, jetzt machen wir uns das ganz angenehm. Machen wir das so, so und so. Und den hier essen wir. Volle Energie. Feuerzeug weg, mein Freund. Pfeile ist das Letzte, was du brauchst. Und dann haben wir alles. La 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 la. Hat sich gelohnt. Guck mal, hier könnte ein Alkohol dranhängen. Hau den mal. John Connor, come with me. Come with me. I'll be back. Ich finde, die Köpfe sehen teilweise aus wie vom Arnold ein bisschen. Und es heißt auch, ne, dass ich dich mag, der Arnold. Ne? Das war ja mit einer der Hero Stars meiner Jugend. Der Schwarzenegger. Ja, John Connor, come with me. So, Entschuldigung, ich höre wieder auf. Ich weiß, es kann nerven. Habe ich mir auch schon in Real Life sagen lassen. Alter, hör auf, damit es nervt. So. Dum di dum di dum di dum. Der Nameless geht jetzt baden, damit er schön sauber ist. So, Infektion ist vorbei, Diggerle. Einmal Energie aufladen und dann retzen wir noch kurz rüber und dann ist alles gut. Leute, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es war in Ordnung, dass wir mal so ein bisschen was reinmischen zwischen das Bauen, damit es uns nicht langweilig wird. Das SOS-Zeichen haben wir auch schon gebaut, ne? Das haben wir auch schon. Also ich glaube, die To-Do-Liste, die ist soweit. Die fehlt, also uns fehlt jetzt natürlich noch der Boss, die Machete, die Keycard. Und die Keycard brauchen wir. Die kriegen wir halt erst beim Boss, ne?
alternative Enden wollen wir noch anschauen und hinten noch ein bisschen weiterbauen einfach. Dann bin ich zufrieden und glücklich mit der Staffel. Ja, das passt. So, pass mal auf, wo waren das? Da drüben üben. Da drüben üben. Hier ist auch eine schöne Stelle, finde ich, ne? So, wenn ich hier hochgucke ins Weltle, ist auch wunderdön. Alles klar, ja, mir geht jetzt eh die Puste aus langsam. Ist ziemlich warm. Ich trinke jetzt erstmal kräftig was und dann schaue ich mal, was ich noch so treibe. Auf jeden Fall, Leute, ist morgen schon Donnerstag. Eigentlich ist schon fast Donnerstag, wenn die Folge durch ist. Es ist nämlich schon Abend. Und das finde ich super, weil danach kommt Freitag und wir haben wieder Wochenende. Wochenenden. So, kurzer Moment, der muss kurz wieder Luft holen. Der Nameless ist nicht mehr der Jüngste. Der Nameless ist nicht mehr der Jüngste. Guck mal, da unten ist ein Koffer. Ist das da hinten ein Koffer oder habe ich mich da jetzt getäuscht? Ich glaube, du hast dich getäuscht, Alterle. Ist nur ein Stein. Ja, hast du mal gesehen, wie gleich die Strukturen von den Steinen sind? Das fällt mir gerade auf. Hier, dieser Stein da, rechts vor uns, mit den zwei Augen, wo das Reh jetzt gelaufen ist. Und dieser Stein hier, das sind voll dieselben Steine, ne? Ha ja. Und der da ist bestimmt dasselbe, der liegt nur anders. Hier ist wieder so einer. Jetzt fällt mir das auf. Super, nach 2 Jahren. Ist okay. Ist okay, haben sie gut gemacht. So, Nameless, Pfeile, alles ist gut. Wir haben es geschafft. Ziel erreicht. Ein bisschen länger gemacht als geplant, aber ist okay. So, Leute. Das war's. Wir können heim. Ich würde gerne die zwei Spielstände von der letzten Staffel und dieser Staffel zusammenmischen, weil dann hätten wir jetzt eine Seilbahn nach Hause. Das wäre auch cool. Ja, komm, wir retzen noch zusammen rüber, dass wir sehen, dass wir gesund angekommen sind und dann ist alles gut. Was machst denn du? Den Weg kenne ich nicht. Was machst du für einen Weg? Nameless. Egal, der erholt sich wieder. Das war eine Tief, Leute. Es musste ja mit drin sein. Es muss ja mit drin sein, sowas. So. Dann würde ich sagen, die nächsten Baufolgen werden wir auf jeden Fall von Handholz schlagen, dass wir da wirklich noch die Chance haben auf ein bisschen Stärke. Kann ja auch sein, dass wir mit dem Boss am Schluss, dass wir alles verbraucht haben, je nachdem wie stark der ist hier auf Hard Mode, dass wir da noch mit der Axt rumkämpfen müssen und dann wäre es schon gut, ne? Hier ist wieder so ein Stein. Jetzt sehe ich nur noch so Steine, guck mal. Ist mir noch nie aufgefallen. Wird Zeit für ein neues Spiel, Leute. Wird Zeit für ein neues Spiel mit neuen Steinen, oder? So. Wow, das Paradies der Brücken. Schön, dass ihr dabei wart, meine Lieben. Morgen 19 Uhr bin ich wieder da zum Entschleunigen. Wer Bock hat, kommt wieder mit rein. Wir bauen weiter. Wir haben noch jede Menge zu tun. Hier kommt auf jeden Fall noch der Bereich hin, wo wir die Mutanten abbrennen. Drüben will ich eine Brücke runterbauen zur kleinen Ebene. Die Körperwelten wollen wir da anzeichnen mit einem schönen, gemütlichen Weg, kleinen Podesten und jede Menge Totems. Ich freue mich auf morgen und wäre schön, wenn ihr wieder dabei wärt. Bis dann.